Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Timmele Blog. Zum Thema Filtertechnik, Wasserstoffperoxid. Hallo Herr Kammerer und Co. Ich möchte, wie von Ihnen empfohlen, meine Oase Trommelfiltersiebe mit Wasserstoffperoxid reinigen. Meine Frage, wo kann man Wasserstoffperoxid für diesen Zweck kaufen und mit welcher Konzentration? Im Internet gibt es ja so viele verschiedene Produkte, 12%, 3% und so weiter. Beste Grüße von Dieter. So, lieber Dieter, das ist eine gute Frage. Wasserstoffperoxid fällt unter Sprengstoff, bla bla bla, Sicherheitsgesetz. Zusammen mit Kaliumpermanganat kann man da, glaube ich, richtige Wummsdinger bauen. Von daher wird es immer schwieriger, hochkonzentriertes Wasserstoffperoxid zu kaufen. Das, was wir in unserem Versuch verwendet haben, war noch von unserem Altbestand, der mittlerweile auch aufgebraucht ist. Und haben, weil wir ja keinen Einsatzbereich für Wasserstoffperoxid, wir haben gar nichts mehr da. Man würde es auch mit anderen Substanzen machen können, die leichter zu beschaffen sind. Chlordioxid, könnt ihr mir vorstellen, funktioniert ganz genauso. Chlordioxid funktioniert ja auch auf Ozonbasis, so wie auch Wasserstoffperoxid funktioniert ja auch auf Chlorbasis, nur der Grundstein ist ein anderer. Also probiert das mal aus. Und das ist wie in der letzten Frage mit dem PET-Deckel. Und wenn es funktioniert, sag uns Bescheid. Wenn dein Sieb weg ist, wir haben hier oben stehen Anzeige, am Schluss kommt ein Disclaimer, also wir haben damit nichts zu tun. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, das kann man mit vielen so Desinfektionsmitteln machen. Das muss nicht zwingend Wasserstoffperoxid sein, weil das ist wirklich stark limitiert vom und überwacht vom Gesetzgeber. Da gab es mal eine geile Story, da hat der Bundesnachrichtendienst, irgendeine Antiterroreinheit, die haben eine Terrorzelle beobachtet. Die haben da früh Informationen bekommen, dass sie einen großen Sprengstoffanschlag planen. Und dann haben die auch deren Lager gefunden und sind da nachts eingestiegen, also an die Terroreinheit, bla bla bla, die Agenten. Und dann haben die gesehen, dass die fässerweise Wasserstoffperoxid hatten. Ja, das haben die schon gekauft und gelagert. Und dann hat dann wollten die aber weiter die Terrorzelle beobachten und schauen, wer steckt alles dahinter, wer ist da alles mit beteiligt. Und dann sind die einfach hergegangen und haben das Wasserstoffperoxid abgepumpt und haben Wasser rein, und die haben so stark verdünnt, dass das zum Bombenbauen nicht mehr geeignet gewesen wäre. Also selbst wenn die versucht hätten, damit eine Bombe zu bauen, dann hätte es wahrscheinlich nur bei das Kaliumpermanganat nass geworden. Da hätte man dann mit für Fische Parasiten behandeln können. Und am Römer, das Radrennen am Römer, da war ja ein Sprengstoffanschlag geplant, oder... Der war, glaube ich, nur geplant. Da wurde das Wasserstoffperoxid aus dem Baumarkt, aus der Zooabteilung gekauft damals. Ja, also das sieht man, das erklärt, warum das wirklich mittlerweile stark limitiert ist und reglementiert ist. Ja? Also probiert es mit was anderem aus, das funktioniert schon. Wahrscheinlich geht auch Essigreiniger. Irgendwas, was... Aber danach willst du nicht mal an deinen Sieb riechen. Genau. Ciao. Ciao.